Hallo zusammen, mein Name ist Robert Zarkowski und heute zeige ich euch ein paar Aufnahmen von mir und zwar aus dem Genre der Architekturfotografie. Die meisten Leute, die mich kennen, die kennen wahrscheinlich eher meine ganzen Porträtsachen und meine People-Sachen und die mag ich auch am liebsten. Aber als zweitliebstes mache ich eigentlich Aufnahmen von Gebäuden. Da werde ich meistens gebucht von irgendwelchen Architekturbüros oder von Leuten, die ein Restaurant haben oder irgendwelchen Ladeneröffnungen, also so stylische Lifestyle-Läden, keine Ahnung, so Pop-Up-Stores oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas hier drin habe. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen zusammengesucht, ein paar Detailaufnahmen und ich werde ein bisschen was erzählen, worauf ich achte, wenn ich solche Aufnahmen mache. Und dann kann der ein oder andere vielleicht ja was mitnehmen davon. Gut, ich gehe einfach mal rein und sage was dazu, ja. Also die meisten Sachen, die man hier sieht, sind eben ja fast schon Interior-Aufnahmen. Meistens ist es aber so, dass ich, wenn ich so, zu solchen Gebäuden, also wenn so ein Gebäude fertiggestellt wird, dann sind die meistens noch nicht eingerichtet. Entschuldigung. Und dann muss ich halt leere Räume fotografieren. In dem Fall war es ein bisschen anders bei dem Gebäude, war ich glaube ich zwei oder dreimal sogar. Am Anfang war es noch leer und dann war es schon bewohnt und dann ist es auch eingerichtet. Das ist ein super moderner Sichtbetonbau hier in München. Wo genau möchte ich jetzt gar nicht sagen. Der Auftrag kam über ein Architekturbüro und sowas macht mir eigentlich schon sehr viel Spaß. Und dann gehe ich auch immer ran, mache einige Detailaufnahmen auch, um eben zum Beispiel gewisse Konstruktionsdetails ein bisschen hervorzuheben, irgendwelche Besonderheiten. Sowas ist was ich total gerne mag, ist ein Handlauf Konstruktionsdetail von so einem schönen Stahl und mit einer Stahltreppe. Ist das auch was Besonderes, gibt es nicht so oft, also habe ich auch so noch nie gesehen. Man läuft dann quasi auf diesem blanken Stahl. Das Ganze ist eher sehr, so fast schon ein bisschen industrial-mäßig gehalten, das Gebäude. Super modern eben mit diesen rohen Materialien, die da so zusammenkommen. Hier eben der Sichtbeton mit den Fugen und dann eben diesem Stahlhandlauf. Sehr klare Konstruktion und auch so fotografiert eben, dass es sehr klar ist. Ohne irgendwelche Schnörkeleien. Und so mag ich solche Sachen auch ganz gern. Ich finde das Ganze sehr modern und da gehen so auch ein bisschen die Geschmäcker auseinander natürlich. Wenn man sich zum Beispiel amerikanische Architekturfotografie anschaut, dann ist die oft sehr kitschig, sehr bunt. Dann werden irgendwelche komischen Sachen mit reingebaut, irgendwelche Lagerfeuer oder sowas, was total, ja, total billig aussieht, meines Erachtens nach. Aber das ist natürlich auch mal eine Geschmackssache, ne? Hier sieht man mal eine Außenaufnahme von so einem fertig sanierten Altbaukomplex. Ist auch sehr schlicht gehalten im Endeffekt. Wichtig ist mir da vor allem eben, dass das Gebäude gut zu sehen ist im schönen Licht. Und im Idealfall sind die Fenster offen, also die Rollos oben. Je nachdem, ob die Wohnungen schon belegt sind oder nicht, das ist auch nicht immer so einfach zu realisieren. Und dann gucke ich natürlich auch immer, dass keine Sturzlinien da sind, damit das Ganze halt ein bisschen hochwertiger und solider aussieht. Sieht man auch so ganz feine Details, wie die Tür zum Beispiel mit der Wand zusammenkommen und dann eben so ein Scharnier. Ganz clean Aufnahmen, das sind Dachfenster, so fast im Profil schon. Und das sind so kleine Details, also das ist dasselbe Gebäude, wo eben gerade dieses goldene Scharnier war. Und dieses Gold zieht sich eben durch diese Scharniere und Türgriffe und dann eben auch solche kleinen Sachen wie der Türspion an der Haustür. Hier auch diese geometrische Abstufung von Außenwand zum Fenster. Ja, das ist zum Beispiel sowas komplett neu sanierter Altbau.
Aber da lebte zu dem Zeitpunkt noch niemand drin. Mittlerweile ist das alles schon vermietet, verkauft und sonst irgendwas. Aber in dem Fall geht es halt wirklich darum, um den Leerstand zu dokumentieren und dann potenziellen Mietern oder Käufern anzubieten. Ne? Konstruktionsdetails mag ich auch mal sehr gerne. Treppenläufe, Handläufe und sowas wird man öfter mal sehen. Wie hier eben diese Treppe zusammenkommt mit dem Handlauf und dann unten diese Wölbung hier. Dann dieses Gerade. Ist auch ein sehr schöner Kontrast hier. Hier sieht man rechts diesen neu gebauten Part und links den Bestand. Wie quasi diese zwei komplett unterschiedlichen Welten zusammenkommen. Auch materialtechnisch wieder Sichtbeton mit Stahl. Hier sieht man noch so ein Seil. Das Bild hier ist noch nicht fertig. Also das ist noch nicht fertig retuschiert. Da kommt dieses Seil natürlich raus. Aber zu dem Zeitpunkt waren noch Arbeiten auf dem Dach und deswegen gab es da noch so ein Seil. Und wie dann zum Beispiel das Thema Balkon interpretiert wird, im klassischen Sinne hier, auch schon, sag ich mal, ein paar Jahre auf dem Buckel und dann das Thema Balkon hier, beziehungsweise nicht so richtig Balkon, das ist ja hier überdacht, aber ihr wisst, was ich meine. Wieder Handlaufdetails. Das ist eine Feuertreppe übrigens. Feuerpolizeiliche Maßnahmen müssen gewährleistet sein. Das ist eine Innenraumaufnahme in dem Architekturbüro und zwar aus dem Büro, wo ich gearbeitet habe tatsächlich. Und hier war auch mein Platz, hier saß ich ganz lange. Also zwischenzeitlich hier mal und dann noch in einer anderen Aufnahme. Aber das finde ich auch sehr schön. Diesen Raum mochte ich auch gern. Mit diesen ganzen Details. Hier hat man ganz viele Baustoffproben von irgendwelchen Firmen. Um Mischbatterien und Ziegel und Holzmuster. Und hier ganz viele Ordner mit auch mit Beispielen, Anwendungsbeispielen und so weiter. Ist auch noch dieses Büro. Und hier saß ich auch eine Zeit lang. Das ist dasselbe Büro, das ist der Hauptraum sozusagen mit meinen ehemaligen Kollegen. Also das Foto und so, die ganze Fotostrecke für das Büro habe ich auch später gemacht, als ich da nicht mehr gearbeitet habe. Ist noch gar nicht so alt. Ziemlich neu eigentlich sogar. Ich glaube letztes Jahr. Und ich saß hier vorne an der Ecke. Ja. Ich achte dann natürlich immer drauf, dass Linien schön abschließen. Also zum Beispiel diese Linien hier jetzt von dem Rahmen, von den Fenstern, die schließen hier sehr schön ab. Die Ecken hier oben, also hier die Ecke zum Beispiel, schließt gut ab. Nochmal eben genau, hier saß ich früher mal. Das ist auch ein sehr schöner Raum, finde ich, sehr hoch. Mit diesen ganzen Projektordnern hier. Das war der Eingang von dem Büro. Das ist auch ein Bauvorhaben, was ich dokumentiert habe, was ich abgeschlossen war. Ich glaube, es war noch nicht ganz fertig. Manche Lampen und so, also Kabel hingen noch raus und so, aber auf dem Foto sieht man das nicht. Das Bild ist auch noch nicht ganz fertig, aber ich fand es schon schön genug, dass man es hier mal zeigen kann. Und ich fand eben in dieser Wohnung, in diesem Gebäude, es war ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten, fand ich diese Treppe hier zum Beispiel sehr schön und wollte die natürlich auch zeigen. Ist ja schon ein bisschen das Highlight dieser Wohnung. Hier nochmal so ein Topshot. Auch nochmal sehr schön der Kontrast vom Material, also diese Holztreppe und der Wand und dann auch farblich natürlich und die Geometrie. Sehr scharfkantig alles, aber mit so einem leichten Schwung finde ich auch sehr schön. Das war für einen Küchenhersteller. Beziehungsweise nicht Küchenhersteller, sondern Kücheninneneinrichtungshaus, so könnte man es sagen. Diese Platte hier oben, die konnte man in der Helligkeit einstellen, die leuchtet. Hier auch nochmal so ein Konstruktionsdetail der Küche, wie eben diese zwei Materialien zusammenkommen, die Front mit der Seite, die zwei Materialien, diese feine Fuge dazwischen.
Und dann so typische Funktionsbilder, also was befindet sich dahinter, wie kann es aussehen, wenn man es dann wirklich benutzt. Dazu gab es auch Videos dann. Ja, dieser Dampf in diesem Foto ist nicht echt. Und hier im Hintergrund war ganz schön was los. Da habe ich alles rausgenommen. Ja, den Dampf eingebaut und natürlich retuschiert und so. Und da steckt auch ganz schön viel Arbeit drin in so einem Bild. Das ist ein Projekt von einem meiner besten Freunde. Auch ein Architekturkollege von mir. Der hat diesen Container hier entworfen. Und gebaut. Und den kann man mieten, um den zum Beispiel auf Baustellen als Verhandlungsraum oder Verkaufsbüro zu haben. So eine Art, ein schicker Baucontainer. Highloft nennt sich das, wenn ihr das mieten wollt. In München, im Raum München. Ich glaube, die vermieten es wahrscheinlich auch weiter außerhalb Münchens. Also wenn ihr Interesse habt. Ein paar Badezimmer-Impressionen. Genau. Und ich bin immer ein großer Fan eben dieser geraden Linien. Es gibt im Ganzen irgendwie Halt und Stabilität. Da müsste man auch noch ein bisschen was machen an dem Bild. Ist auch noch nicht ganz fertig. Hier dieser Schrank hier unten. Das ist in einem Wohnhaus. Eine ziemlich abgefahrene Badewanne. Aus einem soliden Stein gefräst. Dann mal wieder eine Außenaufnahme. Da war es zum Beispiel so, dass ich, da war das Gebäude fertig, es hat aber noch keiner drin gewohnt. In ein paar Wohnungen wurden aber schon Kartons reingestellt, aber alle Rollos waren unten in jeder Wohnung. Da musste ich erstmal in jede Wohnung reingehen und die Rollos hochfahren, was auch nervt. Kleine Konstruktionsdetails wieder. Und hier ist es ein Durchgang zur Tiefgarage von dem Wohngebäude. Und was mir hier super gut gefallen hat, war diese Lampe. Sowas Banales wie eine Lampe in der Tiefgarage durch, in einem Durchgang von der Tiefgarage. Aber das war so eine schöne Lampe. Wahrscheinlich auch wieder eine Molto Luce-Lampe. So eine italienische Firma, die super schöne Lampen herstellen. Eine sehr cleane Küche. Ein sehr cleanes Badezimmer. Lustig, auch hier bei dem Gebäude, das habe ich irgendwann mal fotografiert, vor, ich glaube, auch so 2 Jahren oder so. Und wenn man ein Gebäude plant, dann dauert es ja schon eine Weile. Und das Gebäude ist auch von dem Büro, wo ich mal gearbeitet habe. Und lustigerweise stand ich dann in diesem Bad und dann kam mir das Bad so bekannt vor. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das sogar mit entworfen hatte. Wieder Handlaufdetails. Ist einfach so eine schöne Geometrie hier, wie diese Linien hier runtergehen, dann diese senkrechten hier, wie das sich durchgeht. Dann der Farbkontrast. Ich mag sowas. Badezimmerdetail mit einer ziemlich schicken Badewanne und an einem Fenster direkt. Auch nochmal ein Wasserhahn in dem Badezimmer. Hier mal was ganz anderes. ZKV-Tickets in München in der am Marienplatz ist das, in der U-Bahn Marienplatz. Da wurde dieser Ticketshop sozusagen komplett neu gemacht und die ganze U-Bahn wurde ja auch neu gemacht. Und das Büro quasi, das diesen Ticketshop entworfen hat, hat mich dann da auch engagiert. Ja, das war's schon. Genau, also was man sieht, ist auf jeden Fall, es ist immer so eine Mischung aus Atmosphäre und Details. Schauen, dass man eben Besonderheiten in der Konstruktion irgendwie zeigt. Natürlich sind es immer nur ein paar Bilder aus ganz vielen Bildern. Also du kannst natürlich ein Gebäude nicht unbedingt anhand eines Bildes erschließen. Aber wenn du die ganzen Bilder hast von so einer Strecke, dann fügt sich natürlich so ein Gesamtbild zusammen. Das war jetzt einfach mal so eine
Stichprobe quasi aus verschiedenen Projekten, um einfach euch mal zu zeigen, was ich da noch so mache und wie ich dann quasi solche Architekturaufnahmen umsetze. Technisch ist es so, ich fotografiere die Sachen vom Stativ oder aus der Hand. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe, wie flexibel ich sein muss und wie viel Aufwand reingeht. Und Architekturaufnahmen sind in der Regel in der Post ziemlich aufwendig, muss man sagen. Also man versucht natürlich im Vornherein schon viel zu säubern und anzuordnen und so weiter, aber manche Sachen kann man nicht machen, für manche Sachen hat man keine Zeit und manche Sachen gehen einfach gar nicht und das muss man dann leider in der Post machen. Ja, von dem her, gut, das war's. Und mal schauen, ob ich nochmal so ein Video mache, vielleicht nochmal zum Porträtthema oder so. Mal schauen. Also, viel Spaß.